Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt euch ein Video zu den Stunts meiner Jungs gewünscht, also zu den Sprüngen, weil ihr das auf Instagram gesehen habt, dass der Alessandro ganz viele tolle Sachen auf seinem Trampolin kann. Wir sind jetzt gerade nach Wiesbaden gefahren, wir sind hier in der Airhop-Halle, keine Ahnung, wie sie genau heißt. Jedenfalls Superfly. Nehme ich euch Superfly. Ja, gut, seht ihr, Mitarbeiter hat mir geholfen. Jedenfalls nehme ich euch mit in dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Wir hatten aber noch welche vom letzten Mal, weil wir super oft hierher kommen und die Jungs die dann immer aufheben. Ich wasche die dann und dann darf man die wiederverwenden. Und genau, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und jetzt gehen wir nach Wiesbaden in die Innenstadt. Die ist nämlich total schön. Ich habe den Hunger des Grauens und ja, ich würde mal sagen, dazu nehme ich euch auch weiterhin mit. Wir haben ein Parkhaus gefunden. Das ist eigentlich kein Parkhaus, sondern es ist im Freien. Wie nennt man das da? Keine Ahnung. Wortfindungsstörung heute des Grauens. Jedenfalls muss ich so lachen, weil hier Lionel Richie war. Ja, und mein Mann draußen gewartet hat. Ich glaube, der Moritz war noch recht klein. Er hat draußen im Kinderwagen gewartet und Lionel Richie ist mit der Limousine meinem Mann vorbeigefahren. Und das ist unser Running Gag, denn ja, mein Mann hat sich nicht so sehr für Lionel Richie interessiert. Ich drinne am Warten, ja, voll ausgerastet. Und dann abends hat mein Mann mir gesagt, ja, übrigens, Lionel Richie ist direkt an mir vorbeigefahren. Ja, toll. Und drinnen hat er uns über eine Stunde warten lassen. Egal, das war so ein Running Gag. War jetzt die Geschichte des Tages total uninteressant. Jedenfalls habe ich immer noch voll Hunger. Ich denke, wir werden jetzt gleich zu Vapiano gehen, mal schauen. Aber Wiesbaden ist an sich wirklich, so wie ich es vorhin schon erwähnt habe, so, so schön. Ihr müsst unbedingt mal nach Wiesbaden kommen. Ja, ist richtig schön hier. Danke. So, meine Lieben, schaut mal, wir sind jetzt hier gerade beim Casino. Kurhaus. Ich habe keine Ahnung, wo die alle rein wollen. Ich denke mal, dass da jetzt ein Konzert ist. Und hier war eben auch Lionel Richie. Jawohl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr die Geschichte vorhin verstanden habt. Also das Konzert, das war quasi ein Open Air und mein Mann war draußen und hat eben mit dem Moritz gewartet und hat sich nichts draus gemacht, dass Lionel Richie an ihm vorbeigefahren ist. Ja, hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Ja, wir haben jetzt jedenfalls hier ein Bild gemacht. Also mein Mann hat ein Bild von mir gemacht. Das ist wieder total lustig gewesen, weil ich natürlich eine bestimmte Vorstellung hatte und er da ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ja. Naja, ich fopp ihn da immer ein bisschen. Also gut, wir laufen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Wiesbaden ist richtig, richtig toll. Sorry, dass ich die ganze Zeit meine Hand so halte. Was ich auch richtig schön finde, ich habe gerade eine Nachricht auf Instagram bekommen, dass eine Zuschauerin in Tropea ist. Sie hat mir ganz viele Bilder geschickt und die ist nach Tropea, weil sie Videos von mir geschaut hat und sich auch in diese Stadt verliebt hat. Und da habe ich mich so gefreut, als ich das jetzt gelesen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, wie schön ist das bitte, dass ich da
jemanden inspirieren konnte für den Sommerurlaub. Ja, wie krass ist das bitte? Tropea ist auch wirklich richtig genial. Ja, also gut, wir laufen jetzt ein bisschen weiter. Hier ist gerade ein bisschen laut. Ich brauche jetzt noch ein Stück Kuchen und dann geht es auch bald wieder nach Hause. Mega cool. Schaut mal, ich habe mich mal ganz kurz hier hingesetzt, weil ich ein Lied im Stillen wollte und mich ein bisschen versteckt hinsetzen wollte. Und da ist ein kleiner Schatz. Das habe ich gerade entdeckt. Das war hier gelegen. Und hier steht Küstensteine. Freuen, posten, NG. NG sind wahrscheinlich die Initialen. Keine Ahnung. Das steht wahrscheinlich für Facebook. Auf jeden Fall fand ich das total süß. Soll ich den mitnehmen und dann bei uns im Ort irgendwo hinlegen? Ich weiß es nicht. Geht wahrscheinlich auf die Reise, dieser schöne kleine Stein. Ich fand das gerade so süß. Den hätte ich auch gar nicht entdeckt, weil da ist ja die Hauptstraße, sage ich jetzt mal so. Ja, weiß ich nicht, ob ich den jetzt mitnehmen soll. Keine Ahnung. Was meint ihr? Meine Lieben, und jetzt der Fail des Tages. Mein Mann hat leider das Parkticket verloren. Ja, und das Ganze nicht zum ersten Mal. In Zürich ist uns das auch passiert. Da hat es dann 50 Euro gekostet, damit wir unser Auto wieder rausfahren konnten. Und hier kostet das Ganze jetzt 24 Euro, auch wenn wir nur 2,5 Stunden da gewesen sind. Ja. Mehr Realität, würde ich sagen, auf Instagram und auf YouTube. Das ist also die Wahrheit. Ja. Kann auch mal passieren, aber es ist echt blöd und voll ärgerlich, weil es natürlich richtig viel Geld ist. Aber scheinbar hat er es irgendwo liegen gelassen, war kurz nicht konzentriert und es kann natürlich jedem mal passieren, gar keine Frage. Aber jetzt warte ich hier einfach mal, bis er das Ganze erledigt hat, vorne am Kassenautomat und dann geht es für uns wieder nach Hause. Wiesbaden ist wirklich richtig, richtig schön. Ich habe euch jetzt gar nicht so viel zeigen können. Falls ihr mal in der Nähe seid, kommt auf jeden Fall und schaut es euch an, wie schön es hier ist. Mich hatten auf Instagram auch ganz, ganz viele gefragt, ob der Alessandro denn da irgendwie Unterricht nimmt, ob er in irgendeinen speziellen Verein geht und das Ganze trainiert und übt. Nein, also das bringt er sich alles selbst bei. Er schaut halt viele YouTube-Videos und ja, interessiert sich für das Thema. Also die YouTube-Videos, die zeigen dann quasi ganz genau, wie man das machen muss. Und das übt er dann eben auf dem Trampolin bzw. in der Trampolinhalle. Hier in Wiesbaden waren wir jetzt auch schon öfters. Und bei uns in der Nähe gibt es auch eine Trampolinhalle. Da sind die Jungs dann eben auch bei schlechtem Wetter, ne, damit sie die Zeit einfach nutzen. Und wenn es eben ins Schwimmbad geht, dann üben sie das Ganze auf den Sprungtürmen. Dafür hat er das jetzt heute auch machen wollen, weil er so einen bestimmten Sprung üben wollte, den er dann eben auf dem Sprungturm umsetzen möchte. Sorry wegen meiner Stimme, aber ich bekomme irgendwie Halsschmerzen und deswegen wollte ich auch gar nicht mehr so viel filmen, damit ich nicht so viel reden muss. Ich brauche noch meine Stimme für meine Jungs. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder oder dann eben morgen. Also, bis dann. Tschüss. So, meine Lieben, wir sind jetzt auch endlich zu Hause. Es ist schon spät. Wir gehen aber noch mal rüber in die Stadt. Heute gibt es nämlich ein mega Feuerwerk. Das Fest der Feste ist zu Ende. Bei uns hier im Ort ist es immer Mordsespektakel. Und heute gibt es eben das Abschlussfeuerwerk. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Wundert euch nicht, da hinten ist etwas Chaos ausgebrochen. Ich bin nämlich am Umsortieren, Aussortieren, wie auch immer. Ganz egal, also wundert euch nicht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habe durch unseren Sonntag. Es war wieder Mods was los. Die Jungs hatten Spaß und jetzt beenden wir, wie gesagt, den Tag mit einem mega Feuerwerk. Dazu nehme ich euch auch ein kleines bisschen mit, verabschiede mich jetzt aber schon mal an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Also kostenlos abonnieren, nicht vergessen. Jetzt wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut und bis bald. Tschüss!